Hi, ich zeige euch jetzt gleich zwei Verzierungen, die man machen könnte, während man eine Drehung macht, also während man in der eigenen Achse dreht. Und dann gebe ich gleich ein paar Tipps dazu, falls ihr dazu ein bisschen üben wollt. No? So. Und in der einen Situation, also wir von der Idee her, also wenn ihr zum Beispiel an der Wand aufhört, dass ihr mit dem internen Bein, also das Bein, was nah dran an die Wand ist, frei ist, mit dem beginnen, zwei Schritte vorwärts, eins, zwei, das interne Bein jetzt geht vor das andere Bein, also macht sich ein Kreuz oder was, ne, von Gegenüber, pack, komm hier hin. Ich drehe jetzt Richtung Wand, dabei verlagere ich auf das linke Bein in diesem Fall. So, und gehe nochmal vor. Eins, zwei, das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt mein rechtes Bein kommt zuerst vor mein linkes Bein in Kreuzposition. Erst dann drehe ich, dabei verlagere ich auf rechts. Und habe ich das linke Bein wieder frei. Ja, das wäre das Prinzip für dieses Kreuz zuerst, drehen danach und dabei verlagern, während man dreht. Ja? Und dazu, wenn man wollte, ja, eins, zwei, ich nutze die Drehung jetzt aus, wenn ich verlagere, in diesem Fall auf links, nutze ich die Drehung aus für ein Boleo hier. Ja? Eins, zwei, 3 und 4, den nutze ich aus, die Bewegung, no, dass ich schon in Bewegung bin, hopp, und geht's weiter. 1, 2, 3 und 4. Ja? Jetzt, wenn ich ein bisschen frontal das zeige, dabei ist immer wichtig, geschlossene Position mit den Beinen, pardon, vielleicht ein bisschen einmal hier nach hinten. Geschlossene Position hier, ne? Beine, Füße eher V-Position, das ist immer besser. Dann startet ihr, ne? Angenommen wir die Wand auf der Seite jetzt von mir, ne? Meine linke Seite, starte ich mit links, auch mit dem linken Bein, ne? In Out-Position, ein Schritt, hier das andere Bein, in Out-Position, noch ein Schritt. Und jetzt mein linkes Bein macht zuerst ein Kreuz. Hier ist wichtig, dass das Bein nicht zum Beispiel so wie jetzt in eine offene Position kommt, sondern immer in geschlossene Position. Und mache ich das Kreuz. Und dann wäre ich, also wenn das hier die Wand wäre, ne, wo meine Hände jetzt sind, drehe ich in diese Richtung. Das heißt, dabei verleihe ich jetzt auf links. Das gleiche gehe ich mit rechts, links, das Kreuz zuerst, drehen dabei verlangen und ist die gleiche Geschichte auf deiner Seite. Ja? Eins, zwei, ja? Eins, zwei, drei ist das Kreuz, vier, den Boleo, den wir Boleo machen würden. So, das war's und ich hoffe, dass es euch auch Spaß macht. Schönen Tag noch.